Ja, moin moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Und zwar starten wir ein neues Spiel, heute erschienen für die Switch. Gibt es schon seit ein paar Monaten für die PlayStation, für den PC. Und zwar Battle Chasers Night War. ja, ich hatte mal wieder Lust auf irgendwas Größeres. Und ich denke mal, das könnte vielleicht meine Erwartungen erfüllen. Für unterwegs mal so ein bisschen. Ein kleiner Dungeon Crawler ist ja nicht so schlecht. Wir schnacken gar nicht lang, wir starten direkt. Wir spielen das Ganze natürlich auf Französisch. Nein. Oh, was macht er da? Oh, Deutsch. Irgendwann kannst du die Ecken mit deinem Bildschirmrand abgleichen. Perfekter Rand so. So, wir machen ein neues Spiel. Oh, warte mal, da geht es um die Auktion. Das konnte ich auch noch einstellen. Video. Haben wir schon. Audiosprache, Spiel. Einführung. Das wollen wir alles haben. Gut, fangen wir an. Ich bin gespannt. Jahre sind vergangen, seit der große Krieger und Anführer Aramus verschwunden ist. Zurückgeblieben sind seine mächtigen Panzerhandschuhe, Artefakte mit unbekannten Fähigkeiten, die ihrem Besitzer die Macht geben, Berge zu versetzen. So heißt es in den Geschichten. Ebenfalls zurückgeblieben ist seine Tochter Gali. Sie hat die Handschuhe ihres Vaters gefunden und damit die Ereignisse in Gang gesetzt, die sie zu einer bedeutenden Zielscheibe gemacht und in die Gesellschaft ihrer größten Verteidiger geführt haben. Nolan, der weise und mächtige Zauberer, dessen Zunge ebenso scharf wie sein Verstand ist. Sein mysteriöser Gefährte Calibretto, ein Kriegsgolem von immenser Stärke. Garrison, ehemals Gefährte und Waffenbruder von Aramus und nun verschworen, dessen einzige lebende Blutsverwandte zu beschützen. Und die gesetzlose rote Monika, die ebenso schnell Feind wie Freund sein kann. Gemeinsam haben sie die kapitalen Lande bereist und dabei Gali gegen alle verteidigt, die nach der Macht ihrer Handschuhe trachten. Nolan, der es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht hat, mehr über Mana zu erfahren, das die Magie und Technologie der Welt antreibt, hat die Gruppe zu einer geheimnisvollen Landmasse geführt, die als die Halbmondinsel bekannt ist. Gerüchteweise soll es dort früher gewaltige Mana-Reserven gegeben haben. Als sie sich der Insel nähern, wird ihnen rasch klar, warum so wenig über das Gebiet bekannt ist. Eventuell muss ich gleich mal eine Lautstärke was regeln. Also im Spiel Lautstärke, nicht bei mir, sondern ich glaube, die Musik ist zu laut für die Sprachausgabe. Testen wir gleich nochmal. Aber das klingt ja schon mal vielversprechend. Ich mag das Artdesign so ein bisschen. Das ist so gut gezeichnet. Okay, bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Oh, Zwischensequenzen. Alle gut festhalten! Worauf wartest du? Schieß zurück! Womit? Es ist ein Tarnkappenschiff. Wo ist die Tarnkappe? Tu einfach irgendwas! Immer bleibt alles an dir hängen. Diese Kinder wissen nicht, wie leicht sie es haben. Ja! Wir werden geentert! Gali, geh unter Deck! Du machst eher schlapp als ich, weißt du noch? Da kommen noch mehr! Backbord! Nee, jetzt! Gali, was? Oh. Gali. Also gut, Rote. Jetzt heißt es wohl ich und ich. Wie immer. Alle ein bisschen getrennt worden? Fische können beim Fischhändler für Schattenmünzen verkauft werden. Gut. Okay, ich hoffe, die Ladezeiten halten sich in Grenzen.
Die ersten Ladezeiten nehmen wir noch mit, die nächsten werden wir noch wegschneiden. Obwohl, na, es gibt vielleicht auch jetzt schon gerade. Manche Läden sind ausbaubar, wodurch sie manchmal Ausrüstung und Zeug höherer Qualität verkaufen können. Okay. Eine Übernachtung im Gasthaus hält zwar die Gruppe vollständig, lässt aber auch Feind begegnen. Oh. Wir haben es geschafft. Oder wenigstens habe ich es geschafft. Bretto? Garrison! Bitte, bitte, seid in der Nähe. Das sind wir anscheinend nicht. Was haben wir hier? Nach oben drücken fürs Inventar. Kleine Mana. Kleine. Okay. Wollen wir raus? Oh, mit B. Was ist das? Okay, habe ich gerade einen verschwendet? Natürlich dumm. Und hier war ein Lagerfeuer. Hier hinten ist doch irgendwas, ne? Also die, man kann das Bereich nicht drehen. Was macht jetzt? Oh, weiter los. Ah, okay. Gruppe. Ja, eine Ausrüstung, Talente, Kampffähigkeit. Erz. Erzzertrümmerung. Hier. Ah, da. Da geht's runter, okay. Hauptziele, Dungeon. Okay, was? Also, jetzt habe ich eine Angel? Gesplitterter Zweig. Route, okay. Trümmer. Okay, das ist wahrscheinlich unser Raumschiff. Raumschiff, ein Fluggerät. Einer von uns? Hm, Seth. Du bist wach. Redo, geht's dir gut? Ja, fühlst du dich besser? Du hast dich ein paar Stunden ausgeruht. Ich war wohl nicht so ganz auf diesen Kanonenschuss vorbereitet. Hab ich das nur geträumt oder bist du vom Schiff gesprungen, um mich zu fangen? Bin ich. Wie sind wir heil unten angekommen? Nolan, wir sind durch ein Portal von ihm gefallen, das uns nur leicht verletzt auf dem Bug. Was ist dann mit ihm passiert? Das wissen wir nicht. Und Garrison? Monika? Garrison ist auch durch das Portal gefallen. Monika und Nolan scheinen verschwunden zu sein. Dann sollten wir sie suchen. Sie könnten sich verletzt haben. Garrison hat sich bereits auf die Suche gemacht. Bist du sicher, dass du schon wieder aufstehen kannst? Ich bin noch etwas wackelig, aber wir haben keine Zeit zu verschwenden. Es geht schon. Lass mich zuerst noch deine Wunden etwas mehr heilen. Dann treffen wir uns mit Garrison. Okay. Jedes Gruppenlied hat sein persönliches Dungeon-Talent. Du kannst das aktive Gruppenlied wechseln und so bei der Interaktion mit der Welt die Fähigkeit von allen zu nutzen. Du kannst dein Kompendium öffnen und im Abschnitt über Talente nachsehen, worin genau die Dungeon-Talente deines Heldens bestehen. Calibrettos Dungeon-Talent wiederbeleben kann die Gruppe heilen. Versuche zu ihm zu wechseln und deine Gruppe zu heilen. Okay. War das ein Dungeon-Talent? Ah, okay. Gut, heilt wirklich. Sehr gut. Wenn wir sie oder ihn? Wir laufen mit ihm durch. Ist ja egal, wen wir nutzen. Ach, guck mal, hier liegt das ganze Schiff jetzt in Trümmern. Da kommen wir nicht durch. Wir sind hier oben längs. Und hier ist es schon. Das ist natürlich cool, dass man so schnell wechseln kann zwischen den Leuten. Das ist natürlich echt cool. Mehr Trümmerteile. Oh, Achtung! Ah, warte mal, können wir nochmal runter, da ist eine Kiste, da müssen wir mal hin. Hab's gar nicht gesehen gerade eben. Ich gehe mir erstmal unten rum und dann oben rum. Etwas hat den Abschluss intakt überstanden.
15 Gold. Okay. Wollen wir weitergehen hier? Oh. Tatsächlich. Einmal nasse Kundschaft der Tunika. Auch cool. Neben Knochenhaufen liegt eine hastig geschriebene Notiz. Bin in der Nacht aufgewacht, erkannte nicht, was mit Rachel los ist, bevor es zu spät war. Ihr Blick, als hätte sie mich noch nie gesehen, hat mich ganz schön zugerichtet, bevor ich reagieren konnte. Seit wir das Mana an diesem Riss im Boden gefunden haben, hätten sie mich so nah ranlassen sollen. Müde, alles dunkel. Mana? Ja, Mana. Okay, aber der hält sein Schwert aber ganz gut fester, ne? Noch weiter? Ja, hoch kann ich nicht. Gut, dass wir hier reingegangen sind. Was sich immer so alles hinter so einem Wasserfall verbergen kann. Sehr gut. Okay. Ups. Dann gehen wir oben längs, ne? Da müssen wir auch längs. So, hier über die kleine Brücke. Was ist denn da? Da tropft irgendwas runter. Was ist das? Oh, Schlacht! Eieiei! Okay. Gut, gut. Also wie JRPG Schlachten, wie man sieht. Aktion, wir können Stoß und verteidigen. Fähigkeiten, Streuschuss, Schutz, Zeug. Was haben wir noch so da? Aktion, wir machen mal einen Stoß. Genau. Boom. Jetzt geht's Rabatz. Bauchtreffer hat er. Okay, versuchen wir auch mal. Ui, zerreißen. Oh, es ist er dran. Ui. Okay. Was hat er noch so? Auslöschen. Fügt über 4 Treffer hinweg 22 Schaden zu. Ist das Ziel zerrissen oder blutet das? Wenn ich zusätzlich. Oh, das ist doch gut. Er ist ja schon ein bisschen zerrissen, ne? Okay, und du? Streuschuss. Fügt ihm 16 und wenn er. Versuchen wir mal. Ei. Wunderbar. Wie wär's mit Runde 2? Sieg! Calibretto und Galli. Also cool. Von gewöhnliche Teile und einfachen Schleims. Na. Dürfen die Feinde ja vorher sieht, das ist schon mal ganz nett. Das ist, wenn man über die Felder läuft und zack, ist man auf einmal in so einem Feind drin. Überraschungssachen. Ein bisschen Quatschkram immer, finde ich. Magische Abwehr verringert den erlittenen magischen Schaden. Wer hätte das gedacht? Ja, ist es in einem Schneegebiet oder was bedeutet das? Ein hoher Ausweichwert erhöht die Chance eines Charakters, einem Angriff auszuweichen, wodurch er keinen Schaden erleidet. Steigt die Stufe eines Charakters, ist mehr Ausweichwert erforderlich, um einen Anstieg von 1% zu erhalten. Okay. Beim Angeln muss immer in der entgegengesetzte Richtung gezogen werden. Oh, wie bei Far Cry vielleicht. Ach, das ist die Oberwelt, okay. Garrison ist nach Nordosten gegangen, um Monika und Nolan zu suchen. Wir sollten auch in diese Richtung gehen. Ich bin sicher, es geht Ihnen gut. Aber für alle Fälle sollten wir uns beeilen. Bestätigt. Gut. Also genau. Und ist es da, wo wir einen Schleim besiegt haben? Ich weiß nicht. Dann auch Schleim. Also. Einen sollten wir uns, aber ich glaube, ich werde trotzdem mal kurz nach unten gehen. Schlacht! Oh, ich habe die Spinne. Diese Gewalt macht mir keinen Spaß. Keine Sorgen. Festschmaus. Okay. Also Fähigkeiten nochmal auslöschen einmal. Auf die Spinne. Und er kriegt auch die Fähigkeit Verstreuschuss. Machen wir auch auf die Spinne als erstes. Oh, da fällt sie zusammen. Tot! Sagt er. Eine beeindruckende Vorstellung. Okay. Ja,
Wir werden mal kurz hier ein bisschen die heilende Welle machen. Müssen wir testen. Das war's. Na, heilen konnte er sich jetzt nicht mehr. Macht er aber nichts. Innenseite, einfacher Schleimseim. Gewöhnliche Teile. Okay, gehen wir unserer Gruppe noch weiter nach Norden. Das kleine Hütchen. Kann man da hin? Nee, kann ich nicht. Also da oben ist auf jeden Fall. Aber vielleicht kann ich auch jetzt noch heilen, wenn ich hier bin. Ja, ne? Kann ich es nicht von hier aus machen? Dann nicht. Ja, nasse Kunststoffsuniker. Physische Abwehr, Ausdauer geht minus 2. Aber ich. Magische Abwehr 6. Ausdauer geht ein bisschen runter. Wir ziehen die mal an. Und wer soll die anhaben? Geben sie gar nichts? Ja, ja. Okay. Gut. Wollen wir mal an, hier hochgehen. Eieiei, Kombo! Oh. Mit uns ist nicht zu spaßen. Lippe. Okay, was sagt der Schutz? Und geht einer verbündet mit einem Schutzschild, der 31 Schaden absorbiert? Mach das mal. Ich muss mal ein bisschen was testen hier, ne? So, und du machst... Eine Welle auch auf die Server. Okay, der ist schon wieder voll. Ist nicht schlecht. Okay, der Cleverheim ist natürlich nervig. Der hat sich voll auf mich abgesehen. Eieiei. Okay. Warte. Flucht? Einen müssen wir platt machen. Vielleicht machen wir erstmal den platt. Ah, oh, verdammt! Ich hab noch ein bisschen Energie. So ein Bestie. Da hat er noch ein Schutzschild gehabt, das ist nicht schlecht. Das Schutzschild weg. Oh nein, noch ein kleiner. Ah, lass doch Galli in Ruhe. Wir müssen einen auf jeden Fall auslöschen, das ist wahrscheinlich der Kleine jetzt erstmal, damit er weg ist. So. Dann brauchen wir von ihm hier, muss eine heilende Welle, und zwar auf unseren kleinen Mannequin. So. Und dann machen wir mal hier... Warte mal. Schuss. Oh oh. Okay, wir schwarmen durch die Totenköpfe rechts, dass danach gleich noch mehr kommen. Das ist zerrissen. Voll mal platt. Tot! Schreit der Gegner. Tot! So wird's gemacht. So, und du kriegst jetzt nochmal hier ein bisschen Energie.
Heil dich mal selber ein bisschen. Und du haust nochmal kräftig zu. Sehr gut. Ah. So. Jetzt sind die nächsten Gegner, glaube ich, schon Welle abgeschlossen. Erst kommt die nächste Welle wahrscheinlich, ne? Genau. Ah, yeah, yeah. Okay. Das wird mir schon schwieriger. Aber. Wir sind dran. Okay, wir müssen also den Schleimhain hier töten. Hier ein bisschen Mana mehr. Ist da was drin hier? Das ist clever, aber irgendwie brauche ich ein bisschen Mana, damit ich nochmal gleich ein bisschen Energie holen kann. Schon so leben. Ich glaube, das auch so. Sehr gut. Okay, krieg Fledermaus ab. Muss die Spinne auch nicht bleiben. Ah, sehr gut. Den kriegen wir jetzt hin. Eine 10 Kraftreserve, sehr gut. Hatte ich nicht anders erwartet, nee, ich auch nicht. Sieg! Yes! Aufgestiegen, aufgestiegen. Faustbeben erschlossen. Gabe der Natur erschlossen. Oder wenn noch was ist. Okay. Ah, nachsehen. Auf dem oberen Teil des Schildes steht in verblichenen Buchstaben Krallenkreuzung. Auf dem Weg nach Osten zeigenden Wegweiser steht Bergseedorf. Direkt darüber eingeritzt die kryptische Botschaft jetzt nicht mehr. Der Rest ist bis zur Unleserlichkeit beschädigt. Also wir gehen auf jeden Fall hier hoch erstmal. Was wir unter der wirkliche Beute nehmen. Einmal Teleportonika. Okay. So. Okay, dann haben wir ein paar Sachen hier eingesammelt. Gucken wir kurz rein. Die Abwehr 2, Ausdauer 6, Angriffsstärke. Minus 8. Gut. Bietet einfach einen Schutz im Kampf. Ne, die lassen wir kurz weg. Wie sehen meine überhaupt allgemein aus? Das ist wieder voll, ne? Genau. Okay. Die Frage, ob wir nach oben gehen zum, oder erstmal, wo drauf steht, nicht mehr. Schon nicht nach unten. Nach dem Osten zeigen dann. Okay. Dann müssen wir in diese Richtung gehen. Machen wir mal. Okay, ein bisschen Gold. Einmal Klingenblatt, zweimal Teil, viermal schwacher, läuft nicht Pulver. Achso, man kann hier nur ausruhen, ja, okay. Da steht doch ein komischer Wicht. Golly, ich bin froh, dass es dir gut geht. Was du da auf dem Luftschiff gemacht hast, mich vor dem Kanonenschuss abzuschirmen. Du hättest dasselbe für mich getan.
Vielleicht, aber mit schlechterem Ausgang. Du bist ein tapferes Kerlchen, aber vergiss nicht. Wir verstehen die Kraft der Handschuhe deines Vaters noch nicht richtig. Du musst vorsichtiger damit sein. Ich hatte keine Wahl. Nein, wohl nicht. Ich glaube, er wollte dir nur danken. Hast du eine Spur von Monika oder Nolan entdeckt? Nein, und dieses Dorf sieht lange verlassen aus. Im Osten sind Lichter am Horizont. Könnte eine Stadt sein. Wir sollten nachsehen. Falls sie überlebt haben, sind sie sicher dorthin gegangen. Was soll das heißen, falls? Nolan hat uns gerettet. Er kann auch sich und Monika retten. Da hast du wohl recht. Also lasst sie uns suchen. Garrison hat sich der Gruppe angeschlossen. Ja gut. Okay, hier gibt's ein paar. Oh, sind wir zu dritt. Das ist ja auch nicht schlecht. Nein. Schlacht! Oh, eine größere Schlacht oder dauert es lange? Einfache Fledermaus. Flucht ist eure einzige Belebungschance. So, gucken wir mal, was wir so haben hier. Okay, da krieg ich erstmal einen Bauchtreffer von dem Dicken. Oh, Kraftreserve wird in Rot neben dem Mana-Balken angezeigt. Du erzeugst sie durch reguläre Aktionen. Kraftreserve wird bei bestimmten Fähigkeiten für Bonuseffekte anstelle von Mana verbraucht. Nach einer Schlacht geht die gesammelte Kraftreserve jedoch verloren. Also setz sie ein, solange du kannst. Okay. Du hast gucken, was er kann. Linker Streich. Metzeln. Fügt dem Ziel und einem bedachten Feind 18 Schaden zu. Verbraucht bis zu 40 Kraftreserve, fügt 44 Schaden zu, wobei für jeden eingesetzte Kraftreserve 0,2 zum Schaden zugefügt werden. Cool. Was ist das andere? Sammelstreich? Und steigert bei allen Gruppen, die für 2 Runden die Eile mit. Komm, hauen wir drauf. Was soll's. Na, halte ZL, wenn du in der Schlacht oder im Dungeon mehr Infos über Stärke und Schwächung haben willst. Ah, okay, gut. Wir haben die Schlachtmühle gewonnen. Aber witzig, die Vögel kommen und sich auf Calibretto legen, oder? Calibretto, hört sich ein bisschen italienisch an, ne? Calibretto. Ganze 2 Gold. Kann ich mir ein Bauernbrot kaufen. Oh, warte, was ist denn das hier? Ein Tagebucheintrag ist mit der Hand auf Pergament gekritzelt. General Xavier ist letzte Nacht vor der Hauptfront zurückgekehrt. Weil es dunkel war, hat ihn kaum jemand richtig zu Gesicht bekommen und konnte nicht mehr sagen, als dass es ihm gut zu gehen schien. Die Kriege anderswo haben den Außenposten Tribut verabverlangt, da sich die Reihen lichten und unsere Abwehrübungen lasch werden. Ich weiß nicht einmal, ob sich Rabenherz letzte Nacht überhaupt die Mühe gemacht hat, Streife zu gehen, aber er scheint mir schon immer eine faule Ader gehabt zu haben. Das dürfte sich ändern, jetzt wo Xavier, wieder durch die Korridore schleicht. Carlost. Sagenbücher gesammelt. Die Rückkehr. Kann man nach da oben längs gehen? Oder geht das noch nicht? Ne, da können wir nicht längs. Ne? Okay, müssen wir da mal hier rum. Waldtal. Oh, hier ist noch ein Baum. Gehen wir mit. Runter. Schlacht! So, du Schlein gibt etwas. Ach, guck mal da. 45 hatten wir schon mal gehabt. 45. Das heißt. Linker Streich. Und du kriegst einen kleinen Stoß. Wie gefällt dir das? Wir sind hier fertig. Verdammte Scheiße haben wir gewonnen. Calibretto. Einfacher Schleimsalm. Ich glaube, das Dorf, das wir gesehen haben, liegt nördlich von hier. Vielleicht sollten wir zuallererst dorthin gehen. Bretto hat recht. Gehen wir zuerst zu diesem Dorf. Kann ich auch. Ich kann wirklich nicht unten gehen. Oh, ist ja blöd. Da blockiert er mich. Das ist ja blöd. Wo ist wirklich ein Dorf? Das muss das Dorf sein. Ich sehe ein paar Lichter, aber keine Leute. Wo sind denn alle? Klopfen wir an ein paar Türen. Okay. So, wir sind im ersten Dorf angekommen. Gehen wir mal als erstes in diese Tür hier vielleicht. Grimbad Schmiede. Klopfen wir mal an.
Die schwere Eisentür, die glühende Esse und die Vielzahl überall verstreuter Werkzeuge zum Bearbeiten von Metall verraten euch, das muss die Schmiede sein. Wir machen die Tür mal auf. Du bist der Dorfschmied? Wer seid ihr denn? Das ist eine grobe Art, Fremde zu begrüßen. Ja, als Fremde wisst ihr nicht, wie grob wir hier werden können. Ich nehme an, wir werden es ganz schnell erfahren. Das Fell muss dick sein, wenn man auf einer einsamen Insel wie dieser überleben will. Und der Hammer sollte schwer sein. Wo wir gerade von einsamen Inseln reden. Wie seid ihr hier gelandet? Wir waren mit einem Luftschiff unterwegs. Dann haben uns Piraten überfallen. Das kann gut sein, obwohl es keine Piraten waren, wie du sagst. Banditen, ganz einfach. Nur Strolche und heiße Luft. Aber in letzter Zeit sind sie eine richtige Landplage. Banditen? Für wen arbeiten sie? Tja, als Banditen. Wohl für sich selbst. Obwohl sie sich in letzter Zeit anders verhalten als vorher. Weniger konfus, besser organisiert. Das macht dem kümmerlichen Rest hier Sorgen. In der Schlacht wurden wir von einigen unserer Freunde getrennt. Wir glauben, sie könnten sie haben oder wissen, wo sie sind. Wir würden gern mit ihnen reden. Ja, reden. Ein paar Schwächlinge waren im Morgengrauen hier und haben Ärger gemacht. Wir haben sie verjagt. Folgt ihnen nach Süden, wenn ihr glaubt, dass ihr eure Freunde findet. Wenn nicht, bereuen sie es. Seid auf der Hut. Sie müssen da irgendwo ein Lager haben. Ja, ich bin noch da. Okay, reden wir. Ihr meintet wohl die Straße nach Süden, was? Wir gehen noch früh genug in die Richtung. Wie ihr meint. Ja, ich bin noch da. Achso, nicht so gut. Auf bald. Gut. Hier drüben wird wahrscheinlich der Alchemiemeister sein. Oh, Kuriositätenladen. Diese Tür. Ne, die Tür hinter dieser seltsam geformten Hütte ist verschlossen. Von innen dringen seltsame Bastelgeräusche nach draußen. Schaut mal an. Doch, niemand geht an die Tür. Die Geräusche werden ein paar knappen Verwünschungen. Niemand antwortet. Klopfen wir nochmal an. Calibretto anklopfen lassen. Was soll der Krach? Ach herrje, ein Kriegsgolem. Das ist schon beinahe faszinierend genug, um meine Zeit dafür zu opfern. Faszinierend zu sein ist eine Bedingung. Ja, jetzt hört bitte auf zu klopfen und verschwindet. Und ich erwarte, dass ihr den Schaden an meinen schönen antiken Eingang beseitigt. Oh, okay. Sehr freundlich. Nicht? Ach, warte mal. Hier ist das Gasthaus. Kann man mal nachfragen. Ach, hallo. Was für Waren hast du? Oh, ich auch für Sachen, die ich verkaufen kann. Willst du vielleicht eine alte Tunika haben? Und vielleicht. Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht kann ich es auch irgendwie gebrauchen zum Craften oder so. Lassen wir es nochmal hier drin. Ach, hallo! Was hast du denn für Waren? Pastete. Schäbige Anode. Reisekleidung. Winziger Wurm. Winziger Eile. Okay. Hungrig? Ich würde sagen, wir. Ne, auf so alles Gute. Immer herein! Reden wir. Wo sind wir? Habt ihr unterwegs das Schild nicht gesehen? Ihr seid in der Ortschaft Harmsweg. Aber keine Angst, mein Name ist mehr Bellen als Beißen. Gut zu wissen, wie heißt die Taverne hier? Zum ausgeweideten Reisenden. Etwas zu trinken? Okay, ne, warum nicht? Auf Wiedersehen! So, gucken wir nochmal hier oben in dem Buch der Geheimnisse. Das Schild runterreiten und auf den Boden werfen. Ein gelungenes Schild hängt vor einem gehüllten Gargoyle an der Tür herab. Die Inschrift lautet bitte zum Mittagessen. Die Zauberin wird sich das merken. Oh, cool. Kann mal irgendeinen Quatsch machen. Das veränderte Bestarium. Sian, Sian. Wir haben einen frischen Trupp Abenteurer hier im Tal. Und halbwegs erfahrene obendrein. Wir haben schon die eine oder andere Schlacht erlebt. Und du? Ha! Ich auch, obwohl nicht die gleiche Art, wenn ich sehe, wie ihr eure Klingen haltet. Sagen wir einfach, meine Feinde sind von der wilderen Sorte. Ich bin Raha, Raha die Jägerin. Wie ich es sehe, sind nur ungezähmte Feinde an den Kampf wert. Und zu eurem Glück wirbelt es auf dieser Insel von solchen. Das haben wir gesehen. Hahaha! Die Schleime und Fledermäuse in den Wäldern rings um das Dorf? Nein, da steht euch Schlimmeres bevor. Wir sind auf der Suche nach verschwundenen Freunden, nicht auf Trophäenjagd. In der Tat verschwinden viele auf dieser Insel. Rettungsunternehmen oder nicht, ihr könnt ein paar gute Ratschläge brauchen, wenn ihr die hier überleben wollt.
Nehmt dieses Bestarium, sucht die Kreaturen, gegen die ihr gekämpft habt. Ihr werdet feststellen, dass ihr dann Einsichten über ihre Stärken und Schwächen gewinnt. Wenn ihr lange genug überlebt, weise euch einen Weg zur anspruchsvolleren Prüfung. Das könnte auf der Suche nach euren Freunden ohnehin vonnöten sein. Die Suche wird zu kurz sein, dafür werden wir sorgen. Und dann verschwinden wir wieder so schnell, wie wir gekommen sind. Das habe ich schon öfter gehört. Lasst euch nicht umbringen, Abenteurer. Seid immer auf der Hut. Okay. Bestarium erhalten. So, das letzte Häuschen erkunden wir auch mal kurz. Der Sammler. Bitte tretet doch ein. Schatzklinge. Brandschaft. Was braucht man dafür? Ah, okay. Man kann alles nicht kaufen, weil wir groß sind diese Dinger wahrscheinlich sammeln. Na gut. So. Bevor wir das Dorf verlassen, das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge tun. Genau. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Jetzt werden wir erstmal hier bleiben. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie lecker gemacht, das weiterzuschauen. Mich finde es ganz spannend. Ich mag so nicht solche Spiele, ja. Von daher hoffe ich, dass ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss. We'll be right back.